Test der Sippen. Seid gegrüßt. Was wollen diese Eindringlinge hier? Wir haben sie nicht eingeladen, so viel ist sicher. Wir kommen in Frieden. Wir bitten euch mit der teuflischen Königin Eschweia und mit uns der teuflischen Königin Eschweia entgegenzutreten. Euch werden wir uns niemals anschließen. Ein paar lächerliche Soldaten, angeführt von 3 Kindern und einem Greis. Wenn ihr euch uns anschließt, um die Königin zu stürzen, werden wir euch alle Macht. Wenn ihr euch uns nicht anschließt, um die Königin zu stürzen, werden wir euch aller Macht enteignen, wenn der Thron rechtmäßig unser ist. Seid ihr also für oder gegen uns? Ihr denkt, ihr könnt den Thron erobern? Besiegt uns in einer Schlacht und wir werden uns euch anschließen. Oder verlasst dieses Land und kehrt nie wieder zurück. Dann wählen wir den Kampf. Wie töricht, wir werden euch überrennen. Es gibt kein Zurück, dies ist ein Kampf bis zum Tod. Besiegt 35 gegnerische Einheiten, besiegt alle Bonusziel, besiegt alle gegnerischen Anführer. Eins, zwei, drei. Boah, ist die Karte groß. Na, ja, die werden auch nur Reiter einsetzen und einem die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Es riecht eigentlich nach. Ich berufe auf jeden Fall alles ein. Und teile die Armee. Oder? Ich glaube, es ist am gesündesten, wenn ich einfach im Verband marschiere, weil ich die ganze Zeit von allen Seiten wahrscheinlich angegriffen werde, oder? Vor allem, ich habe zwar viele Reiter, aber so viele auch nicht. Aber ich habe auch ein paar Templer. Vor allem 50 Runden. Das ist einiges an Zeit. So, ich will versuchen, alle zu töten. Also alle Heerführer. Stelle ich mir ganz cool vor. Am besten ist es, wenn ich nachts angreife. Da sind die nicht ganz so übertrieben stark. Das ist blanker Wahnsinn. Delphador, ich kann nicht glauben, dass wir uns auf diese Spiele einlassen, wo wir gegen die Königin ziehen sollten. Stoppt diesen Wahnsinn, Fürst Bayer. Ich fordere euch zum Duell. Ha, ihr seid wahrlich unterhaltsam, junger Thronfolger. Ich nehme eure Herausforderung an. Junger Thronfolger? Dann stimmt ihr meinem Anspruch also zu? Hütet eure Zunge. Bah! Seht ihr einen Ork auf dieser Ebene? Haben wir euch nicht die Möglichkeit gegeben, eure Stärke zu beweisen? Ich sehe nur keinen Sinn in dieser Aufgabe. Es schwächt nur die Truppen. Dummer Junge, die Reiterstämme sind ewig. Trotz allem will ich euch dies versprechen. Wenn ihr mich in dem Duell besiegt, werde ich an eurer Seite gegen Veldin ziehen. So sei es. So sei es. So sei es. Warte mal, es sind 4, oder? 1, 2, 3, 4. Wenn ich Fürst Bayer in einem Duell. Das heißt wahrscheinlich, wenn er durch Baron Bayer. Das heißt, ich müsste da runter. Es ist, denke ich, am günstigsten, wenn ich mit meiner ganzen Armee hier lang ziehe. Dann hier eine kleine Spalt. Ein kleiner Teil geht dann sich um Sir Ruga kümmern. Ja, ich glaube, der Plan könnte aufgehen.
Also mein Plan ist es jetzt auf dem Hauptweg hier mich schräg runter zu kämpfen. Konrad muss ich jetzt ja mitnehmen. Das heißt, ich bilde jetzt noch einmal kräftig aus. Ich hätte eigentlich auch die... Nee, die Reitertaktik funktioniert hier gar nicht. Fällt mir gerade mal auf. Aber ich sollte auch Reiter in die Schlacht werfen. Am besten einberufen. Das ist nicht ganz so teuer. Reicht noch welche? Okay, ich habe noch einen. Toll. Reiter gegen Reiter. So, das heißt, ich muss Bayar oder wie der heißt, mit Konrad töten und dann ist das direkt vorbei, wenn ich das richtig. Yo. Man muss echt aufpassen, die können so viel Damage machen. Diese Viecher. Werden häufig viele Runden zurückspringen müssen, weil so Sachen passieren wie das gerade. Eigentlich bräuchte ich Kanonenfutter. Naja, das wird interessant werden. Vor allem, weil ich alleine die Runde jetzt wahrscheinlich schon 30 Mal von vorne machen darf. Wenigstens ist es gleich nicht mehr. Ja, das ist echt. Boah. Vor allem, ich kann mich einfach nicht richtig verbarrikadieren. Ich muss, so gut es geht, gucken, in der Nacht zu kämpfen. Das wird eine ekelige Kampagne. Natürlich. Die haben auch eine Treffer. Es ist alles eklig. So, was passiert, wenn ich hier stehen bleibe? Ja, die kommen überall dran. Kann da machen, was ich will. Und der achtet ja nicht auf Verluste. Der rennt hier einfach blind rein. Ich muss ja fast, vielleicht wäre es am klügsten, sogar die erste Angriffswelle einfach abzuwarten. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Gucken, was jetzt passiert. Wow. Weiße Magier hat es tatsächlich geschafft. Das Problem ist, dass ich glaube, dass ich die ganzen Einheiten des Gegners gekillt haben werde, bevor ich zu ihm durchgerückt bin. Ja, es ist Dämmerung. Sind jetzt nicht mehr so ultra stark, die Gegner. Wirklich das Sinnvollste, was ich machen kann, ist auch Reiter einzuberufen. Vielleicht muss ich zurück und noch ein paar Einheiten weglassen und dafür mehr Reiter einberufen. Weil viel andere Möglichkeit sehe ich nicht, gegen diese Dinger anzukommen. Ich meine, guckt sich einer das an. Die können ja einfach fast alles, was ich habe, two-hitten.
machen das auch. Zweiunddreißig Mitglieder. Muss die Zwergenfürsten irgendwie nach vorne buxieren. Die sind ja recht stark. Gegen diesen Wahnsinn. Mit untoten Einheiten wäre das kein Thema. Wird jetzt wieder die Elfengarde angreifen, aber vielleicht ja nicht zweimal treffen. Ne, er greift den Ritter an. Ja. Auf dem Weg mitnehmen. So, hier sind keine Reiter mehr in Reichweite, oder? Nee. Wenigstens einmal eine gute Nachricht. Die Reiter hier als Köder verwenden, dass die gegnerischen Reiter sich erst, wenn die einmal stehen, dann ich habe genug Fernkampf, um jeden der Reiter, sobald er steht, über den Haufen zu rennen. Gleich nochmal gucken, ob der Baron müsste der Schwarze hier sein, oder? Bayer, genau. Der Bayer. So. Die Reiter nach vorne. Alles andere, da ich hätte mehr Reiter ausbilden sollen, glaube ich. Ich wollte Konrad nicht noch länger da hinten stehen lassen. Tatsächlich in der Kampagne ist es hauptsächlich schlimm, Halbleben zu haben. Voll oder halbes Leben, weil die Ritter und so immer ungefähr das halbe Leben abziehen mit einem Angriff. Okay. Hinterher. So. Schützender Gürtel ist gelegt. Gut, unsere Elite-Truppe ist ja wirklich sehr stark mittlerweile.
Der kommt hier langsam über den Fluss. Ich werde mich mit dem aber auch noch beschäftigen müssen. Die sind auch so weit gefächert, alle. Das gefällt mir nicht. Schön außer Reichweite von den Bogenschützen bleiben. Wir wollen ja nicht, dass ein Unfall passiert. Hälfte des Weges ist geschafft, aber die schwierige Hälfte kommt noch. Loggen wir das mal ein. Ja, die Schlinge, die kommen von allen Seiten näher. Bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Ist es Nachmittag? Ist es jetzt Nachmittag? Bisschen eher hätte ich den Nachmittag gut gefunden. Ich stehe an eurer Seite, doch werden meine Krieger euch trotzdem weiter bekämpfen. Okay, einen haben wir. Wahrscheinlich wird uns aber, wird mich gleich der Dingsbums da grillen. Also wenn ich in den, sobald ich innen zum Angriff komme, ist alles gut. Gut gesichert gegen Angriffe von oben, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte nicht so viele wichtige Einheiten einberufen sollen. Vor allem nicht in dieses Szenario, wo einen jeder zweite Gegner two-hitten kann. Dann zeig ich mal. Wenigstens ist gleich, dass ich mal es gut finde, wenn Abend ist. Ja, damit hatte ich gerechnet. Lass mal stecken. Wow, das war ja so unglaublich. Ich bin hellauf begeistert. Ich stehe an eurer Seite. Ja, das finde ich gut. Wo ist? Da ist er.